Und nachdem ich jetzt joggen war, duschen war und Wäsche aufgehangen habe, wird es Zeit für einen Kaffee. Und ich kann diese Aufnahme nicht nehmen, weil hier schon wieder Musik im Hintergrund läuft. Ich hasse es. Guten Morgen, es ist Dienstag, der 13.10.2015. Und ich bin das letzte Mal laufen gegangen, letzte Woche Montag oder so. Und hab mir gedacht, okay, jetzt fährst du in den Uckermark, machst ein bisschen Urlaub, dann geht's wieder los. Was ich aber nicht bedacht habe, ist, wie kalt es ist. Aktuell gerade 4 Grad. Und ich habe nur ein kurzärmeliges T-Shirt dabei. Und okay, lange Hosen trage ich immer, aber egal, das sind nur Ausreden, es geht trotzdem los. Bei meinen Eltern geht's bergab ein Stück. Dadurch bin ich viel zu schnell gestartet. Sterbe ich hier so einen kleinen Heldentod. Naja, aufgeben will ich es nicht. Durchziehen. Ich wollte erst noch sagen, dass diese 4 Grad gar nicht so schlimm sind. Aber wenn man eine Weile unterwegs ist, merkt man sie schon. Wir haben wahrscheinlich einen Minijogger gesehen. Eine Ahnung, ob man es gerade gesehen hat. Links am Auto war mein alter Physiklehrer. Ich habe ihn nicht gemocht. Hier sind wir. Da. Also ich schätze mal 4 Kilometer. Aber für das erste Mal nach so langer Zeit ist es okay. Wir sind da. Bin ich gespannt. Huch, Code braucht ihr nicht sehen. Ah, siehst du, 3,5 Kilometer sogar nur. Aber definitiv zu schnell los. Gefühlt bin ich das Doppelte gelaufen. Der erste Kilometer war eine Zeit von 5,50, der Rest dann 6,14, 6,29 und 6,32. Aber die letzten 3 Kilometer waren im normalen Rahmen. Der erste viel zu schnell. Deswegen bin ich ein bisschen fertig. Aber es ist gut, dass ich gelaufen bin. Ja. Ich jetzt joggen war, duschen war und Wäsche aufgehangen habe, es wird Zeit für einen Kaffee. Und eben habe ich die Aufnahme schon mal gemacht und da lief das Radio noch hier im Hintergrund. Und es ist doch so nervig, dass man das da nicht nehmen kann, bloß weil GEMA oder irgendwer anders sich aufregt. Und dann vor allem noch wegen so einem Scheiß, was die Musik nennt. Ehrlich. Unfassbar. Kaffee, 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 Kaffee. Nee, guck mal. Was für ein süßes Tässchen. Die nehmen wir. Also. Ich habe mir extra noch in Ahlbeck Sojamilch gekauft letztens, 3 Packungen, was ich hier mitnehmen kann für Kaffee und so hier. Und ja, was ist passiert? Natürlich habe ich es vergessen. Habe ich gestern noch einen Anruf bekommen, als ich hier war. War da die Michaela dran. Schönen Grüße an dieser Stelle. Und hat gefragt, ob ich noch Punkt haben will. Ich habe es leider vergessen, wie es heißt. Und dann ist sie wirklich vorbeigekommen und hat mir hier noch so süßes, klebriges Zeug vorbeigebracht. Und sie hat gesagt, nochmal in der Mikrowelle warm machen.
Eben noch joggen und jetzt zum Kaffee schon wieder so ein süßes Zeug. Oh, es riecht gut. Oh mein Gott, das ist geil. Michaela, schreibt doch mal in die Kommentare, was das ist. Ich habe es vergessen, tut mir leid. Aber wie lecker. Stimmt, so eine Kalorienbombe. Warte. Warte. Mit zwei verrückten Hunden alleine. Das kann auch nicht gut gehen. Dena! Dena! Das dürfen wir Mone nicht sagen. Wenn ihr euch jetzt wieder einkriegen könntet, die Leinen sind verheddert. Du musst ja erstmal mit den Hunden raus. Weil das Problem ist. Dena ist gewohnt, nachmittags große Runden zu drehen und schläft so mit den ganzen Vormittag. Cookie allerdings genau andersrum. Die dreht ja mit mir immer vormittags große Runden und schläft dann nachmittags. Deswegen war sie schon ein bisschen aufgeregt zu Hause gerade. Aber ansonsten ist es schon ja, total ungewohnt für mich, weil Dena wirklich die ganze Zeit auf ihrem Sessel liegt und pennt. Ja, bin ich von Cookie halt nicht so gewohnt, jedenfalls nicht vormittags. Meine Schwester, wir fahren jetzt nach Templin, musst jetzt durch, ich habe euch gewarnt. Wir fahren jetzt nach Templin zum Zahnarzt. Meine Schwester hat heute einen Termin und ich habe morgen oder übermorgen einen Termin. Das ist ein bisschen durcheinander gekommen alles. Egal, jedenfalls hat der Zahnarzt gerade angerufen, dass meine Schwester früher rankommen kann und jetzt schon kommen kann. Aber ich gedacht, fahre ich gleich mal mit und gucke, ob ich vielleicht auch heute schon rankommen kann, weil ihr Termin rutscht ja dann vor. Müsste ja klappen, rein theoretisch. Dann könntest du meinen Termin vielleicht anders verplanen. Vergeben. Vergeben, genau. Und ich habe einen Tag mehr zur Verfügung für mich so. An dem wir dann nachmittags etwas unternehmen können. Ja, jedenfalls haben wir ihn nach Templin jetzt. Ich habe dann auch nur noch an die Schnitzel gedacht und ganz vergessen, dass wir so ja heute. Wenn ich im Fotomodus bin, freue ich mich nicht wundern, wenn die Zeit nicht läuft, ne? Ja. Wir haben mir gerade überlegt, was wir heute Abend zu essen machen. Ist mir eingefallen, ihr könnt ja mal die Auberginenschnitzel machen, die ich zu Hause auch schon gemacht habe. Und im Video hier. Also in dem anderen Video. Aber suchen wir alles für die Schnitzel da zusammen, weil ich so brauchte, was wir nicht zu Hause haben. Und vergessen dabei fast, dass wir eigentlich hierher gefahren sind zum Edeka, um Sojamilch für mich zu holen. Thank you.
Gemüseschnitzel sind nicht so dumm, wie sie hier aussehen. Die sind wirklich gut. Die sind nicht verbrannt. Upload von Vlog Nummer 59 vom 10. läuft. Ich bin total müde nach dem Essen. Und draußen regnet's. Und wenn es hier hochgeladen ist, werde ich das noch veröffentlichen. Aber ansonsten wird heute nichts mehr passieren.